auf geht's zum Pressetermin in die Sauna. Ich bin ja mal gespannt, was es wird. Hi, Andreas. Hi. Grüß dich. Michel, herzlich willkommen in Solebad Wischling. Ja, danke schön. Da wollen wir mal. Gut, zeige ich dir, wo es lang geht. Okay. Dass jemand mit einem Fahrrad kommen will und in der Sauna Fahrrad fahren will. Im ersten Moment habe ich mir auch nur gedacht, was kommt da jetzt für einen verrückten Kerl? Michel, da ist das Ding. Super, danke dir. Toskana Sauna, dann werde ich mich mal jetzt eine Stunde auf mein Fahrradergometer schwingen und bei 70 Grad eine Pressekonferenz abhalten. Da hat er gesagt, er ist schon durch die Wüste gerannt, will jetzt irgendwie auf dem durchs Himalaya-Gebirge rennen. Da habe ich dann nur noch, weil ich ja selber auch als Marathonläufer doch ein bisschen Erfahrung habe mit dem Laufen, habe ich auch im ersten Moment erstmal nur da gestanden und mit dem Kopf geschüttelt. Das war letztes Jahr ziemlich gut. Also ich bin als Einsteiger gleich beim 250 Kilometer Lauf mitgelaufen und ich bin dann Siebter geworden. Warte mal, komm mal vorne. Go. Naja, als Einsteiger, ohne überhaupt mal ein Rennen gelaufen zu sein, war mein verwegenes Ziel mit diesen nur 3 Monaten Vorbereitung einfach irgendwie ankommen. Und wenn man dann so ein paar Hardcore-Schnarcher neben sich hat, selber einen sehr leichten Schlaf, dann wird das schnell eine schlaflose Nacht. Mensch, den musst du dir mal angucken, weil das kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen. Das ist ja doch ein riesengroßer Unterschied zwischen einem Marathonlauf und einem Ultralauf. Und ja, wie gesagt, im ersten Moment war ich baff gewesen. Der Trainingsauftakt dafür. Also das wirklich auch mit so einem symbolischen Akt wollte ich das auch begehen. So, jetzt geht's los. Ja, hatte ich dann, ich musste dann mehrmals stoppen und versucht das dann wieder zu reparieren, mal festzumachen. Es ist schwer, alles tut weh und das macht es dann einfach schwieriger. Dadurch komme ich in den Teufelskreislauf. Perfekt, abgeschaltet. Gehören auch körperliche Elemente. Das heißt, wie fühle ich mich in bestimmten Situationen? Was habe ich in bestimmten Situationen gemacht? Denn nur rundgelaufen? Nur im Kreis, ja. Das ist so, wenn man sich in die Waschmaschine setzt und wartet, bis dann das irgendwann vorbei ist. Und da kommt dann unweigerlich irgendwann so ein Punkt, wo man müde wird, alles gut tut. Und ich war vorher auch noch nie so viel Warmmuskel auf. Dann bin ich schon nebenher gelaufen und habe mir dann geholfen. Es war also in meinem Kopf warm und es war angenehm an den Füßen. Es war in Wirklichkeit saukalt und die Bahn, auf der wir gelaufen sind, war auch noch nass. Also letztlich, das machen wahrscheinlich dann ein paar Supercracks, die laufen komplett zwischendurch. Das ist aber bei diesen Ultradistanzen, geht man immer auch ein paar Meter. Wie sieht's aus? Wäre schön, wenn ihr jetzt langsam fertig werden würdet. Okay. Weil T-Shirt ist nass, das ist das zweite mittlerweile. Ja, 1,5 Stunden ist auch okay. Stimmt. Mr. Wet T-Shirt. So. Blatt. 250. Mit Türenblatt. Verrückt. Einfach nur verrückt. Ich habe schon einige Sachen hier wirklich im Saunabereich erlebt. Aber dass sich jemand auf ein Fahrrad setzt, in einer 60 Grad warmen Sauna und da eine Stunde lang fährt, mit 140 Watt bis 250 Watt hoch, das habe ich auch noch nicht erlebt. Es war absoluter Wahnsinn. Geil.
Geil. Besser als bei uns vorm Kamin. Super.